24. November 2001, kurz nach 22 Uhr. Eine Maschine der Crossair aus Berlin stürzt bei Bassersdorf in ein Waldgebiet. 24 Menschen sterben. Wie es zum Absturz kam und was die Unglücksursache ist, listet der Bericht des Büros für Flugunfalluntersuchungen auf. Am nächsten Dienstag soll er veröffentlicht werden. 10 vor 10 liegen die wichtigsten Aussagen heute schon vor. Martin Mayer. Bilder des Schreckens. Der Unfallbericht des Büros für Flugunfalluntersuchungen zum Absturz von Crossair-Flug CRX 3597 bei Bassersdorf spricht eine deutliche Sprache. Zum Absturz führten keine technischen Mängel des Flugzeuges. Die Ermittler fanden auch keine Hinweise auf eine Fehlfunktion der Navigationshilfen. Und auch die Wetterbedingungen waren für einen Anflug auf Piste 28 absolut ausreichend. Der Unfallbericht sagt klar, der Absturz ist primär auf menschliches Versagen zurückzuführen, auf einen Pilotenfehler. Hans Lutz unterschritt aus welchen Gründen auch immer die Minimalflughöhe. Es kam zu einem sogenannten kontrollierten Flug in den Boden. Pilot Hans Lutz in der Fliegerei nannte man ihn auch den Cowboy. Gleich zweimal verpatzte er die Umschulung auf den Flugzeugtyp MD-80. 1990 behauptete Lutz, dass beim stehenden Flugzeug das Fahrwerk nicht eingezogen werden könne. Der Flugschüler probierte es und die Maschine krachte zu Boden. Ein weiterer schwerer Lapsus leistete sich Lutz 1999. Er verwechselte den Flughafen, flog statt Sitten im Wallis Aosta in Italien an. Seinen Irrtum bemerkte Lutz in allerletzter Sekunde. Er konnte durchstarten. Das alles wirft jetzt auch ein schlechtes Licht auf den damaligen Crossair-Chef und jetzigen Swiss-Boss André Dauzet. Herr Martal, warum hat der damalige Crossair-CEO André Dauzet den Herrn Lutz nicht aus dem Verkehr gezogen, wo klar geworden ist, dass der Mann mehrere Fehler gemacht hat? Swiss und der Herr Dauzet nehmen den nächsten Dienstag, wie die Behörde den Bericht vorstellen, im Detail Stellung. Und jetzt zur Frage. Es hat gar keinen Grund gegeben, den Pilot nicht zu fliegen. Der hat auf diesem Flug alle Checks und Prüfungen und Qualifikationen gehabt, die es gebraucht hat. Dazu war er Experte für das Bundesamt für Zivilluftfahrt und hatte eine riesen Erfahrung gehabt. 20'000 Flugstunden, die er in 35 Jahren gesammelt hat. Menschliches Versagen als Unglücksursache. Nach der Präsentation des Berichts am Dienstag wird die Swiss einige unbequeme Fragen zu beantworten haben. Das